Meine lieben Geschwister, spürt ihr das in euch? Unsere Nöte werden leicht erträglich, wir werden unsere Begierden besiegen und wir werden im Ramadan und nach dem Ramadan unsere Gottesdienste verrichten, wenn bei uns das Paradies groß ist. Unser Herz, was ist das Größte darin? Was erfüllt dein Herz, das Paradies oder etwas anderes? Fülle es mit dem Paradies aus. Und weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es seinen Gefährten ständig vermittelte, sagte er einmal: Derjenige, der sagt, Subhanallah al-Azim wa bihamdih, preis sei Allah, dem Gewaltigen, und sein ist das Lob, für den wird eine Palme im Paradies gepflanzt. Möchtest du dein Haus geschmackvoll einrichten? Wie soll es aussehen in deinem Haus, in deinem Palast? Wie soll es aussehen mit Garten, Mangobäumen und vielen anderen Bäumen? Was möchtest du alles? Möchtest du viele Bäume pflanzen? Jedes Subhanallah al-Azim wa bihamdi bringt einen Baum. Sagen wir es: Subhanallah al-Azim wa bihamdi. Bei Allah, jetzt eben ist ein Baum im Paradies gepflanzt worden. Siehst du, wie greifbar es geworden ist? Deswegen heißt es auch: Deine Häuser im Paradies werden durch Dhikr, durch Allahs Eingedenksein erbaut. Solange der Allahs Gedenkende Allahs Eingedenk ist, solange bauen die Engel, und wenn er aufhört, hören die Engel auf. Das läuft gleichzeitig. Hier beschäftigst du dich mit Dhikr und dort beschäftigen sie sich mit dem Bauen. Alle sind beschäftigt. Das Paradies ist nah und wir fühlen es. Und richten unsere Handlungen in dieser Welt danach aus. Der Prophet sagte: Wer an einem Tag und einer Nacht 12 Raka, also 12 Gebetseinheiten betet, dem wird dein Haus im Paradies erbaut. Nimm zum Beispiel das Tarawih-Gebet. Betest du es jeden Tag im Ramadan, dann hast du schon Dutzende Paläste im Paradies. Nicht so wie hier auf dieser Welt. Eine Wohnung in der Stadt, vielleicht noch eine auf dem Land oder am Meer und das war's dann auch schon. Nein, du hast dann Dutzende Häuser. Eins im Garten Eden, eins am Fluss sowieso und das dritte vielleicht im höchsten Garten Firdaus. Du besitzt dort mehrere Häuser. Und wodurch? Nur durch deine Gebete. Unglaublich, dann werde ich bestimmt kein Tarawih mehr auslassen. Versteht ihr, liebe Geschwister, wie der Prophet euch das Paradies immer näher bringt? Der Prophet sagte: Dem Freund des Korans wird gesagt werden: Lies, steige hinauf und rezitiere, so wie du auf der Erde zu rezitieren pflegtest, denn deine Heimstätte ist bei dem letzten Vers, den du rezitierst. So viel, wie du auf der Erde im Koran zu lesen pflegtest, darfst du jetzt aufsteigen. Höher und höher und höher, Stufe um Stufe, und von einer Stufe zur nächsten ist wie die Entfernung zwischen den Himmeln und der Erde, weiter und weiter hinauf. Und warum darf er das? Na, weil er im Ramadan den Koran zu lesen pflegte, weil er im Ramadan den Koran vielleicht zweimal durchgelesen hat. Unglaublich, fühlst du es jetzt langsam? Die Gefährten fühlten es, denn der Prophet gab es seinen Gefährten immer wieder ein. Bei der Schlacht von Uhud, als die Reihen der Muslime durchbrochen waren, rannten alle Prophetengefährten in eine Richtung. Nur Anas ibn Nadr rannte in die andere Richtung, nämlich den Feinden hinterher. Da traf er auf Sa'd ibn Mu'adh, der ihn fragte: Wohin, Anas? Wohin eilst du? Er antwortete: Das Paradies! Beim Herrn des Glanzes, ich rieche den Duft des Paradieses am Fuße des Berges Uhud. Sie fanden ihn dann tot am Fuße des Berges Uhud. Er war zum Schahid, zum Märtyrer geworden. Und zwar genau an der Stelle, auf die er hingedeutet hatte, wo er den Duft des Paradieses gerochen hatte. Könnt ihr euch das vorstellen, liebe Geschwister? Hat er den Duft nur im übertragenen Sinne gerochen oder hat er ihn wirklich gerochen? Er hat ihn wirklich gerochen. Der Prophet sagte, dass man den Duft des Paradieses über eine Wegstrecke von 500 Jahren riechen könne. Wenn also zwischen dir und dem Paradies eine Wegstrecke von 500 Jahren liegen würde, würdest du seinen Duft schon riechen können. Hat es jemand gerochen oder doch noch nicht? Hole einmal tief Luft, hole einmal tief Luft und atme den Duft ein. Eine weitere Geschichte. Am Tag von Aqaba nahm der Prophet den Ansar
also den Einwohnern Medinas, den Treueschwur ab. Sie schworen, dass sie ihn beschützen und den Islam verteidigen würden. Alles außerordentlich gewichtige Dinge. Und so fragten sie: Und was ist unser, wenn wir das tun? Was bekommen wir, wenn wir das tun? Darauf sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Das Paradies, und schwieg. Ich habe für euch nichts anderes. Es ist das Paradies. Und so dachten die Gefährten: Vielleicht komme ich oder meine Familie zu Schaden. Vielleicht werde ich alles verlieren, was ich besitze. Aber ich bekomme das Paradies. Dieses Gefühl war unverrückbar und füllte ihr Herz aus. Und so sagten sie: Das ist ein profitabler Handel, von dem wir nicht zurücktreten werden. Reiche uns deine Hand, o Gesandter Allahs, damit wir dir den Treueschwur leisten. Es heißt, dass sie sich dann um den Propheten scharten und um einen Platz rangen. Ein jeder von ihnen wollte seine Hand zuerst in die des Propheten legen. Alle dachten, dass derjenige, der seine Hand als erster in die des Propheten legen würde, als erster ins Paradies eintreten würde. Jeder wollte dem anderen ein Stückchen voraus sein. Warum sollte ich mich auch nur eine Sekunde verspäten, um ins Paradies einzutreten? Reiche mir deine Hand, o Gesandter Allahs, damit ich dir die Treue schwöre und ins Paradies eingehe.